Und die Meier macht das hier. Was ist das denn für ein Irrsinn? Giger forciert jetzt vorne nochmal. Will die Deutsche da nicht rankommen lassen. Aber schauen Sie dir mal ins Gesicht. Die merkt ja, die kann noch. Nächster Wassergraben. Diese neuralgischen Punkte in so einem Rennen. Jetzt greift sie da die Bird an. Es ist der Wahnsinn. Lea Meier ist Zweite. Ich habe Gänsehaut und nicht wegen der Kühle hier im Stadion. Es ist unglaublich. 20 Sekunden schneller war die Britin in diesem Jahr. Und schauen Sie in diese Augen. Der klare Blick von Lea Meier. Die hat überhaupt keine Angst mehr. Und das sieht noch richtig locker und entspannt aus. Das Gesicht von Bird spricht Bände. Ist jetzt wieder vorbei, aber sieht deutlich angestrengter aus. Giga auf der letzten Runde vor Bird und Lea Meier. Das gibt hier die nächste, die 14. deutsche Leichtathletikmedaille. Die 15. mit der von Bo Kandalita-Behrer. Giga stürmt vorne weg. Aber wer wird hier Silber oder Bronze gewinnen? Lea Meier macht sich auf den Weg. Vorteile in der Technik. Jetzt zieht sie an. Der Weg zu Giga ist zu weit. Bird wirkt entsetzt. Wieder die Deutsche an ihr vorbeistürmt. Giga, die muss auch erst über die Hindernisse. Aber Lea Meier natürlich auch. Giga souverän von vorne. Letzter Wassergraben. Jetzt bloß da sauber rüber. Luft anhalten, Lea. Sicher gemacht. Ein Hindernis noch. Giga stürmt vorne weg. Und Lea Meier. Das Hindernis muss sie glatt überwinden. Giga ist vorne. Meier ist da. Das wird Silber. Was für ein grandioser Lauf von Lea Meier. Giga wird Europameisterin. Und die Silbermedaille, der schiere Wahnsinn. Lea Meier gewinnt hier Silber. Es ist unfassbar. Bird wird Dritte. Ich fasse es nicht. Elena Meier. Jetzt kommt Elena Burkhardt zusammen im geschlagenen Feld in einem gnadenlosen Temporitt. Pulverisiert Lea Meier ihre Bestleistung, läuft 10 Sekunden Bestzeit und gewinnt die Silbermedaille hinter der überragenden Albanerin Giga. Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Das ist doch nicht zu fassen. Was für ein Schlusspunkt an diesem heutigen Abend. Es ist unfassbar und sie selbst kann auch ihr Glück nicht fassen. Das ist Adidar, einer der deutschen Betreuer, auch lange in Leverkusen gewesen. Jetzt kommen die anderen dazu. Und die wissen natürlich, wie viel das Lea Meier bedeutet. Ich habe es gesagt, der Tod ihres Trainers, der leider an Krebs verstorben ist, Henning von Papen in Köln, hat sie aus der Bahn geworfen. Da ist Jackie Baumann, die hier als Volunteer unterwegs ist, Mighty Kohlberg. Die größte Überraschung dieses Abends. Christina Hering, die ganze Läuferschar ist da, weil die wissen natürlich, was ihr das bedeutet. Und der feiert auf seine Art und genauso über die grandiose Silbermedaille. Was für ein schöner silberner Abend hier heute im Münchner Olympiastadion. Zu Beginn der Veranstaltung ein herrlicher Regenbogen über dem Stadion. Das Wetter hat's gut gemeint mit Bo Kandalita-Behrer und mit Lea Meier. Sie allerdings nicht mit den Konkurrentinnen und Konkurrenten. Da sind die drei. Mondo Duplantis hat dann gesagt, heute mal kein Weltrekord. Alles in Ordnung, es reicht mir auch so. Silber für Bo Kandalita-Behrer, übersprungene 5,85. Riesenerfolg, nachdem er schon bei den Weltmeisterschaften Siebter war mit 5,87 und Dritter Paul Haugen Lillefosse, der Norweger. Sehr überrascht, aber eine der größten Überraschungen der deutschen Leichtathletik in diesen Tagen erreicht durch Lea Meier, die 24-Jährige vom ASV Köln, ist deutsche Meisterin in Berlin geworden.
ohne Gesa Krause. Heute Silber gewonnen ohne Gesa Krause, der wir gute Besserung wünschen. Die wird bestimmt zugeschaut haben und demnächst eine der ersten Gratulantinnen sein. Übrigens, wir verpassen nichts. Und hier nochmal, das ist einfach selbstverständlich, dass sie sich natürlich gegenseitig beglückwünschen. Mondo Duplantis hat den Wettbewerb beendet, verschiebt die nächste Höhenjagd vielleicht auf das Sistaf in Berlin in 2 Wochen. Dann die komprimierte Pracht der Europameisterschaften. Aber was war denn das hier für ein Auftritt? Die Klarheit im Gesicht, diese Leichtigkeit im Laufen und die Tränen des Erfolgs und des Glücks im Ziel. Ich bin gespannt, ob sie bei Klaus noch erzählt, ob sie auch heute wieder ein Stückchen Kinderschokolade im Callroom gegessen hat. Bislang hat es ihr immer geholfen. Bislang allerdings war sie noch nie bei einem derartigen Großereignis unterwegs. Das ist der größte Coup, vielleicht sogar in all diesen Tagen der deutschen Leichtathletik. Wir haben mitgefiebert und uns riesig gefreut über Gina Lückenkämper, über Niklas Kaul, über Christine Pudenz, über Claudine Vita, über Christopher Linke, über Saskia Feige heute, über Bokhandalita Beere. Aber das hier ist ein dicker Fisch gewesen. Giga und Meier, die Matadorinnen der 3000 Meter Hindernis. Ja, das macht selbst beim ISTAF Wiedersehen. Ich weiß gar nicht, ob 3000 Meter Hindernis da auf dem Programm steht im Moment. Aber die findigen Macher in Berlin werden sicher bemüht sein, die Helden der Tage aus München in die Hauptstadt zu holen. Auf jeden Fall wird es Sprint geben mit Gina Lückenkämper, auch das ist jetzt schon klar. Und morgen ja übrigens hier nochmal mit der 500-Meter-Staffel. Genau so ist das. Und sie kann ihr Glück immer noch nicht fassen. Das ist wie ein kleines Märchen für Lea Meyer. Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Und mit der Goldmedaille für Albanien durch Luisa Gega sind jetzt 28 europäische Nationen auf dem Medaillenspiegel dieser Titelkämpfe. Mehr als die Hälfte wahrscheinlich der teilnehmenden Länder. So sieht's aus. Haben hier eine Medaille gewonnen, ja, unfassbar. Und da kommen immer mehr Gratulanten zu Lea Meyer runter. Was ist das denn bitte schön für eine Honey-Geschichte? Da kommst du aus dem Tief. Da verstirbt dir dein Trainer, deine Reise mit ihm noch nicht beendet. Wegen ihm, wegen Henning von Papen ist sie nach Köln gegangen. Dann dieser spektakulär unglückliche Sturz in Eugene. Hat einen neuen Trainer mit Tobi Kofferschläger in Leverkusen, der gar nicht hier ist. Bin gespannt, was bei denen zu Hause los ist. Und jetzt hat sie die Fahne hier. Wahnsinn. Und diese Energieleistung, Ralf, in Eugene, nachdem sie in den ersten Wassergraben reingestürzt ist, kopfüber, wo wir uns Gedanken gemacht haben, ob das Genick, die Wirbelsäule was abbekommen haben, ist sie weitergelaufen, tapfer in diesem Vorlauf. Noch eine 39er Zeit damals. Da konnte man schon erahnen, was sie für einen Pfund drauf hat und wie gut das gewesen wäre, wenn sie da ohne Sturz durchgekommen ist. Und dann, wie gesagt, die ganzen Blessuren, die Abschürfungen, das Coronavirus im Gepäck mit rübergebracht. Erst 1,5 Wochen vor der Europameisterschaft wieder negativ gewesen. Dann haben sie gemeinsam entschieden, okay, wir starten, wir schauen mal, was geht. Dann dieser erste